Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Rückentraining mit dem Schwingstab. Wir trainieren heute die Muskeln, die wichtig sind für einen gesunden Rücken, die Stabilisatoren, wie der Name schon sagt, die Muskeln, die unseren Rumpf stabilisieren, unsere Wirbelgelenke schützen. Das sind ganz kleine Muskeln, die von Wirbel zu Wirbel laufen, die sich so ein bisschen aufpumpen. Wenn die Wirbelsäule minimale Bewegungen macht, so Mini-Rotationsbewegungen macht, dann pumpen die sich auf, sammeln Wasser und schützen damit die Bandscheiben und auch die Wirbelgelenke. Und das machen sie, bevor wir uns bewegen, kurz vorher, ohne dass wir das willentlich steuern können. Und wenn wir die natürlich gut trainiert haben, dann schützt das unsere Wirbelsäule. Und mit trainieren tun wir natürlich auch den tiefen Bauchmuskeln, den Beckenboden, Anteile unseres Zwerchfells, also all die Muskeln, die uns im Rumpf schützen und stabilisieren. Wir fangen zuerst mal an, aufrecht zu stehen. Aufrechte Haltung ist natürlich auch wichtig für den Rücken. Wir stehen auf unseren drei Punkten, das ist der Großzehenballen, Kleinzehenballen, Ferse. Versucht es mal so ein bisschen zu spüren, wahrzunehmen, dass du auf diesen drei Punkten stehst. Deine Knie sind ganz leicht durchlässig, also jetzt nicht in den Bändern hängen, sondern so ein bisschen durchlässig lassen. Und dein Brustbein hebt sich nach diagonal oben, also so ein bisschen anheben. Dann fallen auch ganz locker deine Schultern nach hinten unten und dein Blick geht in den Horizont. Und schon stehen wir eigentlich gerade. Und aus dieser aufrechten Haltung können wir wunderbar diese tiefen Muskeln trainieren. Wir fangen mal an, den Stab in die Hände zu nehmen. Du nimmst ihn entweder mit Daumen und Zeigefinger, mit den Fingerspitzen. Schau, wie es für dich angenehm ist und versuche jetzt mal diese Bewegung oben unten ohne Armbewegung hinzubekommen. Also fang ihn so ein bisschen an zu schubsen. Dann müsstest du merken, wie dein Körper reagiert und so ein bisschen dagegen halten muss. Wichtig ist, dass wir das nicht zu lange machen und mit nicht zu viel Kraftaufwand, denn wenn der Kraftaufwand zu viel wird, kommen die oberflächlichen Muskeln und Spannen an und hemmen unsere tiefen, wichtigen Stabilisatoren. Jetzt nimm mal den Stab nach vorne, spür, wie du dich hier nach vorne und hinten stabilisieren musst. Und so nach 20 Sekunden müsste es eigentlich schon zu anstrengend werden. Sanft und wenig Kraftaufwand. Dann darfst du schon mal wieder locker lassen. Vielleicht merkst du schon, oh, der Nacken verspannt schon ein bisschen. Also wirklich Pause machen. Lieber einmal zu viel Pause wie zu wenig. Du merkst, es wird zu viel. Jetzt nimmst du den Stab in eine Hand. Jetzt wird es nämlich spannend. Stell dich immer noch aufrecht hin und versuche ihn mal nach außen zu schütteln. Und dann merkst du, dass wir uns nach rechts und links oder dass wir da dagegen halten müssen. Nacken entspannen, weiteratmen, Gesicht entspannen. Auch wieder hier kurze Intervalle. Und lösen, andere Seite. Und immer mal reinspüren in diese kleinen Muskeln. Auch mal am Rücken hinten. Du kannst auch den Daumen nach oben nehmen. Das ist für dein Daumengelenk angenehmer. Merkst du was? Gut. Und sehr schön, nochmal wieder lösen. Und jetzt nimmst du beide Hände an den Stab und versuchst mal nach rechts und links zu schütteln. Jetzt kommen wir zur Rotation, die wir verhindern. Das ist die schwierigste Übung. Wenn jetzt alles andere schüttelt, nur der Stab nicht, nicht so schlimm. Die Übung macht's. Also wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, dann müsste es eigentlich leichter werden. Am Anfang schüttelt man gerne aus den Armen und löse mal, reicht schon. Sehr gut. Komm einfach in die große Grätsche. Knie zeigen in Richtung Fußspitzen. Brustbein nochmal anheben. Rechte Hand hält den Stab und jetzt nimmst du ihn mal nach links und wieder nach rechts. Wir fangen ganz locker an, uns durchzubewegen. Schultergelenk, Hüftgelenk, Wirbelsäule. Und wechseln die Seite. Anderen Arm ganz weit. So weit es geht zur Seite. Und
bleib wieder in der Mitte. Nimm den Stab oben, ohne ihn jetzt nach unten zu drücken. Versuch möglichst wenig Kraft auf den Stab zu bringen. Bauch zu spannen und versuche, den Rücken rund nach vorne zu nehmen und wieder aufrichten. Einmal ganz locker kreisen. Denk dran, rund werden, lösen. Andere Richtung. Und langsam wieder zurückkommen, aufrichten, Schultern entspannen und einmal ganz locker gehen. Nimm den Stab in deine rechte Hand, geh am Platz, deinen linken Arm erstmal ganz locker schwingen. Ich drehe mich nur ein bisschen seitlich zu dir. Brustbein heben, Füße abrollen. Und dann tippen wir einmal rechts und links vorne auf. Rechter, linker Fuß. Fußgelenke etwas warm werden lassen und jetzt deine Knie nach oben, rechts und links. Und versuch mal den Stab jetzt zu übergeben, einmal hoch und ab, hoch und ab. Egal welche Seite, schwing die Arme einfach nach vorne. Gerne wirklich in deinem Tempo vor und lösen. Dann hältst du ein Bein oben, lässt den Stab auf derselben Seite, richtest dich auf, wenn es dir zu wackelig ist, setz die Fußspitze ab, aber versuch jetzt nach unten zu shaken. Aufrichten, Balance finden und vielleicht traust du dich, auch noch die andere Hand an den Stab zu nehmen, muss nicht sein. Probier es. Dann haben wir nochmal den Gleichgewichtssinn irritiert. Und super, einmal zurückkommen. Beide Hände halten den Stab und jetzt setz dein Bein nach hinten auf. Du bleibst immer noch auf dem einen stehen, Hüfte parallel zum Boden und streck beide Arme ganz weit nach vorne. Mach dich ganz lang und mach dich rund. Den Stab wirklich zum Oberschenkel. Nochmal Länge und rund. Du kannst gerne dein Bein in der Luft halten. Rückenstrecker. Halte jetzt in der Länge, versuch's und shake nach vorne. Vielleicht auch mit der Fußspitze am Boden. Nacken entspannen. Oder du magst noch tiefer in die Stangenwaage gehen. Und aufrichten. Super. Stab in eine Hand. Und nochmal im Wechsel deine Knie heben und senken. Puh, bestimmt hast du auch dein Standbein gespürt. Wieder wachsen in Richtung Decke. Und dann darfst du den Stab natürlich gerne wieder von der einen Hand in die andere übergeben. Die letzten noch. Halte dann oben. Nimm den Stab in dieselbe Hand. Shake. Immer wieder an deine Länge denken. An die Bauchspannung. Wenn es zu viel ist, Fußspitze unten lassen. Vielleicht nimmst du beide Hände zum Stab. Denk aber daran, aufgerichtet zu bleiben. Und wenn es wackelt,
Trainieren wir. Wackeln ist immer gut. Dann kommst du wieder zurück, lässt in den Beinen Händen und streckst dich mal so richtig lang. Becken wieder parallel zum Boden und mach dich rund. Bauchnabel nach innen ziehen. Nochmal Länge und nochmal rund. Länge und rund. Vielleicht schaffst du es, in der Luft zu bleiben. Muss nicht sein, aber wir brauchen immer eine Steigerung. Halte dann in der Länge und shake. Also in deinem Schwierigkeitsgrad, Fußspitze runter oder abheben oder sogar tiefer kommen. Und aufrichten. Auch den Po gespürt, ganz sicher sogar. Komm in eine Grätsche, locker die Beine aus. Und jetzt nimmst du den Stab weiter außen und lässt einmal dein, wirklich wie ein Rudern, eine Ruderbewegung durchführen. Also einmal nach rechts und einmal nach links hinten ziehen. Roll dabei deine Füße von der Fußspitze auf die Ferse ab. Mach auch hier wieder möglichst große Bewegung. Deine Wirbelsäule mobilisieren. Ganz wichtig, die Wirbelsäule ist dafür da, dass der Rumpf beweglich bleibt. Hüftgelenke müssen mobil sein. Und einmal mehr zur Mitte kommen. Weiter rudern. Rechts, links. Den Rumpf weich mitbewegen. Und das Ganze jetzt ein bisschen schneller werden lassen. Das heißt, du ruderst, vielleicht noch ein bisschen schneller. Tempo, so schnell wie du kannst. Und mal spüren, was tut sich da im Rumpf. Es wird auf alle Fälle warm. Tempo, Tempo. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halte und komm tief und hoch. Und zwar weit nach hinten setzen. Ganz wichtige Kraft für den gesunden Rücken ist die Beinkraft. Stell dir vor, du hebst was Schweres auf, körpernah, aus deinen Beinen nach oben drücken. Dein Po schiebt dich nach oben. Mach nur weiter. Knie Richtung Fußspitze. Gewicht auf die Fersen. Sehr gut. Mach die Bewegung weiter und nimm den Stab jetzt mal in eine Hand. Einmal in die linke Hand öffnen, wechseln und in die andere Hand wechseln. Brustbein aufmachen. Schulterblätter hinten zusammenziehen. Nein, nochmal. 4, 3, 2. Und dann bleibst du ganz kleine unten. 3 Stück und kommst wieder hoch, wechselst. 3 Stück. Hoch und wechseln. Gut. 2, 3 und hoch. Und vielleicht kannst du, wenn du jetzt hochgehst, dein gegenüberliegendes Bein abheben. 2, 3 und abheben. 1, 2, 3 und hoch. Endspurt. Letzten 2 noch. Hopp. Vorsicht, bleib dann oben. Halte hier
und versuch zu schütteln. Nimm die Hand so, wie es für dich angenehm ist. Balanciere dich aus. Knie Richtung Fußspitzen. Bauch spüren. 20 Sekunden ungefähr. Und nochmal tief. 3 Stück. 1, 2 und wechseln. Halte. Und los geht's. Shaken. Spüren. Wieder Endspurt. Und löse. Auslockern. Sehr, sehr gut. Eine allerletzte Übung. Gut. Schaffen wir noch. Dazu nimmst du den Stab von unten, setz deine Füße hüftschmal auf und setz dich jetzt noch einmal nach hinten in Richtung Ferse. Und dabei schieben deine Arme nach vorne, setz dich ganz weit zurück, Rücken gerade und komm wieder nach oben. Po anspannen. Einmal nochmal tief setzen, gerader Rücken und Gesäß anspannen. Tief und hoch. Sehr gut. Nochmal Rückenstrecker. Wenn du hochkommst, versuch eine Ferse abzuheben. Eine Ferse nach hinten und dann wechselst du. Andere Seite, Ferse. Nach hinten, Knie zusammen, Ferse nach oben. Gleich nochmal. Balance spüren. Kraft der Beine spüren. Geh so tief, wie es für dich okay ist. Schau mal, dass deine Oberschenkel parallel zueinander bleiben. Dein Rücken eben gerade bleiben kann. Dann halte oben. Halte hier. Und versuche jetzt vor zurück zu schütteln. Spür den unteren Bereich deines Rückens, den Lendenbereich. Kannst auch versuchen, deine Augen mal zuzumachen. Und wechsel. Tief und hoch. Halte. Aufrichten im Brustbein. Standknie gebeugt. Wenn du willst, Augen schließen. Und noch einmal lösen, komm noch mal ganz tief nach unten, bleib noch mal hier unten sitzen und versuch mit langen Armen nach vorne zu schütteln, Nacken entspannen, Schultern locker, Gewicht auf die Fersen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Super, einmal auslockern. Nimm ihn nochmal von vorne. Bleib mit leicht gebeugten Knien stehen und roll den Stab mal nach vorne auf deine Knie. Mach den Rücken rund, richte dich nochmal auf. Genieß jetzt nochmal das Bewegen deiner Wirbelsäule. Immer wieder, wenn du oben bist, Brustbein öffnen. Dann bleibst du ganz aufgerichtet, nimmst den Stab noch mal außen und lässt dein Becken stabil und deinen Rumpf nach rechts und links sich bewegen. Der Stab kann gerne am Körper bleiben. Du drehst ganz locker deinen Oberkörper nach rechts und links. Komm wieder zur Mitte zurück. Nimm den Stab nach oben, atme ein. Zieh ihn mal so weit du kannst, nach hinten, unten. Mobilisation, Schultern nach oben und wieder nach vorne. Nochmal hoch, zurückziehen.
Dann hältst du ihn vorne, stellst ihn einmal ab, darfst dich mit einer Hand so ein bisschen abstützen und dein anderes Bein lässt du ganz locker nach vorne und hinten pendeln. Ganz wichtig, wie ich vorher schon gesagt habe, Mobilisation Hüftgelenk. Halte dann das Bein hinten, Handtuch ums Fußgelenk oder mit deiner Hand fassen und deinen unteren Rand im Becken nach vorne schieben. Den Fuß so ein bisschen gegen deine Hand drücken. Spür die Dehnung Oberschenkel, Vorderseite, Hüftbeuger. Und nochmal lösen. Andere Seite. Einmal stark wechseln. Erstmal ganz locker. Also den Rücken auch nur wirklich locker festhalten. Aufrecht bleiben. Hinten halten, Fuß fassen, Knie zusammen, unteren Rand nach vorne schieben, den Fuß ganz leicht in die Hand drücken. Noch einmal wieder auflösen, auslockern, den Stab hinten fassen, so eng wie du kannst, Schultern zurück und jetzt ein bisschen nach oben ziehen deine Arme, deine Schultern aufdehnen. Dann löse nochmal auf. Nimm den Stab weiter außen, komm tief in deine Knie. Lass ihn einfach nach hinten ablegen, richte dich noch einmal auf, locker dich aus. Streck dich lang, atme ein. Lass dich mit dem Ausatmen locker fallen. Einatmen und aus. Schau wirklich, dass der Stab weit genug von dir entfernt liegt, nicht, dass du drüber stolperst. Noch einmal hoch und jetzt zieh dich auf deine Fußspitzen. Und versuch deine Körpermitte nochmal zu spüren. Halte einen Moment und mit dieser stabilen Mitte gehst du jetzt in deinen Alltag. Öffne, komm auf die Fersen, super. Ellbogen zurückziehen. Und immer wenn wir wackeln, ist es nicht schlimm. Wackeln ist immer erlaubt. Wenn wir wackeln, dann trainieren wir diese wichtigen Stabilisatoren. Wirklich Brustbein heben, ganz stolz und aufrecht. Löse nochmal, lass deine Schultern locker zurückreisen. Lass deine Schultern fallen nach hinten unten. Und wenn du möchtest, dann schließe jetzt ganz kurz mal deine Augen und spüre deinen Stand. Fang gerne nochmal an deinen Füßen an, wo wir vor dem Workout angefangen haben, an deinen drei Punkten, auf denen du eigentlich gut und stabil stehen solltest. Deine Knie sind etwas durchlässig. Und vielleicht merkst du jetzt diese Stabilisatoren, diese kleinen Muskeln rund um deine Wirbelsäule, die wir aktiviert haben, die sich jetzt aufgepumpt haben. Hast das Gefühl, du hast ein bisschen Luft unter deinen Achselhöhlen. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du gewachsen bist. 2 Zentimeter mindestens. Vielleicht spürst du auch so ein Vibrieren im ganzen Körper. Hoffentlich fühlt sich dein Rücken jetzt gut an. Atme aus. Öffne dann deine Augen noch einmal. Nimm die Haltung nochmal bewusst wahr. Atme ein. Und dann streck dich nach oben und nimm deine Beine gerne nochmal mit. Eine Übung für zwischendurch auch. Handrücken, Handflächen nach oben ziehen. Räkeln, gähnen, strecken. In alle Richtungen. Einatmen, lang werden und ausatmen. Schüttel deine Arme so richtig nach unten aus. Vielen Dank fürs Mitmachen.
freut mich immer, wenn du dabei bist, auch bis zum Ende dabei bist. Ich hoffe, es hat dir gut getan, deinem Rücken auch. Gerne unten einen Kommentar hinterlassen, wie es dir so gegangen ist oder wie es dir am nächsten Tag auch geht. Ich freue mich auch, wenn du wirklich mal einen Kommentar hinterlässt. Dann sehe ich, wie es dir da so geht, wie du dich fühlst. Wenn du möchtest, schau mal zum Infopunkt oben. Da findest du noch mehr Videos, die dir auch Spaß machen, wenn dir das hier gefallen hat. Es gibt auch Playlists auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du möchtest, geh da mal drauf. Zum Beispiel eine Playlist Wirbelsäulengymnastik. Da sind dann die Videos schon etwas geordneter. Inzwischen sind es ja über 830 Videos oder so. Und da habe ich schon so ein bisschen geordnet, auch Fat Burner, Bauchbeine, Po, Senioren. Also einfach mal draufgehen. Oder ganz einfach, bis zum nächsten Workout.